Herzlich willkommen zu dem Video. Ich möchte euch in dieser Einheit, die nur aus einem Teil besteht, ein bisschen nahebringen, wie Forschung funktioniert, wie wissenschaftliches Schreiben funktioniert und vielleicht auch für euch ein bisschen die Magie lösen, warum, wie eigentlich diese ganzen wissenschaftlichen Arbeiten, die ihr da immer so seht, wie die eigentlich mit Bachelor- und Masterarbeiten zusammenhängen. Das heißt, für euch vielleicht ganz interessant, das ist anhand von einer Arbeit, die ich selbst betreut habe, an der ich selbst mitgewirkt habe, werde ich hier relativ viele interner preisgeben, um euch ein Gefühl dafür zu geben, wie Forschung funktioniert und wie auch wissenschaftliches Schreiben funktioniert. Das heißt deswegen, wissenschaftliches Schreiben sozusagen als Hauptfokus, als Hauptmessage, das braucht eben Zeit und dazu ein Experience Report, also sozusagen, was waren unsere Erfahrungen damit, an welchen Stellen haben wir welche Fehler gemacht. Ich werde also insbesondere auch darauf eingehen, nach so ein bisschen Motivation werde ich euch erzählen, dass wir einen Schnellschuss versucht haben und wie das so ist mit einem Schnellschuss, der ist vielleicht nicht so geeignet. In der Forschung wurde der uns abgelehnt, dann gab es eine entsprechende Masterarbeit dazu, dann haben wir das Ganze nochmal richtig angegangen in der Masterarbeit, haben tolle Ergebnisse gehabt und haben dann einen guten Schuss probiert und der hat dann auch geklappt bei einer A-Stern-Konferenz, das heißt auch ein Beitrag rausgekommen, der sozusagen auch den Stempel hat, das Qualitätssiegel einer A-Stern-Publikation. Und ich möchte euch den Weg dahin zeigen, von einer Ablehnung von einem Workshop ohne Ranking zu einer Annahme bei einer A-Stern-Konferenz und am Ende sozusagen ein paar Stay-Home-Messages, weil wir uns immer noch im Lockdown befinden. Zunächst zur Motivation. Ich setze im Wesentlichen voraus, dass ihr schon ein bisschen was über Wissenschaft gehört habt. Vielleicht habt ihr auch meine anderen Videos dazu schon gesehen, zum wissenschaftlichen Schreiben und ähnliche Sachen. Das ist aber nicht zwingend, dass ihr jetzt meine gehört haben müsst. Ich setze voraus, dass ihr irgendwie wisst, es gibt verschiedene Arten von wissenschaftlichen Beiträgen, theoretischer, konzeptioneller Natur, vielleicht aber auch irgendwelche Artefakte, Daten oder Werkzeuge, empirische oder Überblicksarbeiten. All das sind mögliche Contributions und der Reiz an dieser Forschung, die ich euch hier vorstellen möchte und den Weg dahin aufzeigen möchte, ist, dass alle diese Contributions darin auftauchen. Was euch auch vermutlich bewusst ist, dass es Literatur gibt, die gereviewt wurde im Peer Review und welche, die unreviewed ist, also non-reviewed im Englischen. Und unter Nicht-Reviewte zählen zum Beispiel Abschlussarbeiten, Bücher, aber auch technische Berichte und ähnliches. Und wir werden hier eine Masterarbeit als Beispiel sehen, für diese als Vertreter sozusagen für diese Kategorie. Und in der Kategorie hier unten, der gereviewten Literatur, werden wir eben ein A-Stern-Konferenzpapier sehen, ein abgelehntes Workshop-Paper, aber auch Poster und Extended Abstract, also sozusagen ein Vortrag. In meinen anderen Teilen, und das ist euch aber vermutlich auch bewusst, habe ich auch über Autorenschaft geredet und das ist durchaus nicht eine ganz einfache Entscheidung, zu entscheiden, wer sind dann die Autoren von einer Arbeit, und wir werden sehen, dass sich da von dem einen zum nächsten Entwurf innerhalb einer relativ langen Zeitspanne tatsächlich sogar was gedreht hat und manche Autoren nicht mehr Autor waren und andere Autor bekommen sind, aber nach diesen ACM-Regeln wir trotzdem sozusagen korrekt gehandelt haben und warum wir so gehandelt haben. Gut, und dann, ja, nichtsdestotrotz sozusagen hat es auch was mit Reviews zu tun und da habt ihr hoffentlich auch ein gewisses Vorwissen, dass ihr eben wisst, was sind diese Reviews, wofür sind die da, und wir haben eben tatsächlich sogar zwei Arten von Reviews bekommen, nämlich einmal drei Single-Blind-Reviews und einmal drei Double-Blind-Reviews bei der A-Stern-Konferenz. Und insofern hat auch dieses Konzept Forschung durch Review hat auch sozusagen da an unserer Stelle funktioniert, weil rückblickend gesehen muss man sagen, dass unser Schnellschuss eben einfach noch nicht so weit war und man das überarbeiten musste. Gut, dann erstmal zum Schnellschuss, switche ich schon zum Englisch, Englisch Snapshot. Snapshot, was meinen wir damit? Snapshot ist im Eishockey, im Inline-Hockey ein Begriff für einen Schnellschuss. Ich habe selber mal Inline-Hockey und Eishockey gespielt und war auch mal Übungsleiter, daher kenne ich diese Schusstechnik. Das ist im Prinzip eine Schusstechnik, wo man dasteht und aus dem Handgelenk schießt. Das heißt, relativ schnell, unerwartet für den Torwart, nicht viel Kraft dahinter, aber man schafft es quasi aufs Tor zu schießen und der Torwart kann nicht so schnell reagieren.
Ob das eine geeignete Strategie in der Forschung ist, müsst ihr selber für euch entscheiden. An dem Beispiel kann ich euch zeigen, dass es nicht erfolgreich war. Aber ich möchte euch trotzdem zeigen, wie der Weg dahin war. Das hier ist dieser Schnellschuss, das ist das Paper, was da entstanden ist, was ich zusammen mit drei anderen Co-Autoren geschrieben habe innerhalb von 2 Wochen und was da sozusagen rauskam. Und ich möchte euch ein bisschen zeigen, wie dieser Werdegang war. Zunächst erstmal fing alles an mit konstruktivem Feedback aus Reviews für eine andere wissenschaftliche Veröffentlichung. Das ist aktuell sogar mein meistzitiertestes Paper mit 400 Zitierungen oder ähnliches. Und in dem haben wir in einem Review bekommen, ja, warum nutzt ihr dann in eurem Tool nicht unser Tool für den Teil? Ja? Warum verwendet ihr das nicht wieder? Dann haben wir da, das haben wir als Antwort quasi im August bekommen, da haben wir da geantwortet im November, dass wir tatsächlich, wir können diese Modelle, diese Daten können wir nicht überführen, weil die Sprache, die Zielsprache nicht ausdrucksmächtig genug ist. Und dann kam aber als Antwort wieder von den Reviewern, weil es war ein Journalbeitrag, das heißt es gibt mehrere Runden und wir haben wieder eine Antwort auf unsere Antwort bekommen, kam dann, na, wir sollen doch die Entwickler ansprechen und warum wir die nicht ansprechen, die sollen doch ihr Tool ändern. Und das hat uns zum Nachdenken überlegt, warum müssen eigentlich alle, wir haben gar nicht so richtig den Evidenz, warum müssen wir jetzt alle Forscher fragen, dass sie ihre Tools an, eigentlich haben wir es so ganz richtig noch nicht verstanden. Wir wollen jetzt in einem Paper darstellen, in der wissenschaftlichen Veröffentlichung, dass man das gar nicht erst so machen sollte und dann können wir auch auf die wissenschaftliche Veröffentlichung verweisen und darüber Werkzeuge bauen. So, das heißt, soweit der Plan. Auf Konferenzen habe ich über das Thema immer mal mit anderen Forschern gesprochen und irgendwann kam dieser Beginn für den Schnellschuss im Oktober 2012. Das heißt, da war ich so 2,5 Jahre dabei als Doktorand und habe mich entschieden, in 2 Wochen ist eine Deadline, schreiben wir mal schnell noch ein Paper zusammen, machen schnell die Forschung, die dafür nötig ist und reichen das ein. Hier gibt es jetzt ein paar Zwischenschritte. Irgendwann gab es natürlich einen ersten Entwurf nur für den Abstract, dann irgendwann für das Paper. Es gab Kommentare von den Co-Autoren. Und diese Zeitlinie befasst nur alles, worüber ich E-Mails habe, weil alles andere weiß ich nicht mehr. Ja, also wann ich mich mit wem getroffen habe, kann ich zwar in meinem Kalender nachgucken, aber da steht halt nicht drin, über was wir da gesprochen haben und welches Feedback ich da bekommen habe. Das heißt, hier fehlen ganz viele Zeitschritte dazwischen. Das heißt jetzt nicht, dass ich nur 2-mal Kommentare bekommen habe. Aber interessant war in der einen E-Mail, da kam der eine Co-Autor, wir haben sehr eng zusammengearbeitet dran, sonst hätte ich das in 2 Wochen auch nicht geschafft. Und er hat sich diese Formel hier überlegt, die er mir nie so richtig verklickern konnte und die vermutlich auch falsch war. Die es auch nicht ins Paper geschafft hat, zum Glück. Dann kam ein paar Tage später mit einem Algorithmus, der die Formel vermeidet. Dann haben wir sozusagen weiter an diesem Paper gearbeitet. Und ich habe das auch immer wieder an Peers rausgeschickt. Das heißt an andere Kollegen, die nicht zum Zweck, dass sie Autor werden, sondern zum Zweck für Feedback. Eins von dem Feedback war dann kurz vor der Einreichung, einen Tag vor der Einreichung, you are making a formal argument about expressiveness without a formal support yet. I would have expected a proof. The empirical part is rather boring to me here. So, das ist natürlich der Punkt, wo man jetzt sagen muss, okay, entweder das nehme ich mir jetzt zu Herzen und ich reiche da nicht ein. Wir haben uns leider dafür entschieden, oder was heißt leider, wir haben uns eben dafür entschieden, zu sagen, wir reichen trotzdem ein, auch wenn wir relativ negatives Feedback von anderen schon bekommen haben. Wir haben das eingereicht. Einen Monat später kam die Antwort im Dezember. We regret to inform you, und das ist der typische Anfang einer E-Mail, wenn man abgelehnt wird. Und bei den meisten Konferenzen und Journals werden 2/3, die Hälfte, 3/4 oder sogar noch mehr, teilweise werden 90% der Beiträge abgelehnt. Also ist das sogar die Standardantwort, die man bekommt. Und das Paper, was da rausgefallen ist, das sah so aus. Ja? Das enthält auch sozusagen selbst rückblickend, ich war da jetzt 2,5 Jahre Doktorand und wusste natürlich jetzt vielleicht auch noch nicht alles, was man irgendwie so wissen muss über wissenschaftliches Schreiben, aber es war schon nicht schlecht. Es hatte einen Titel, es hatte Autoren, es hatte ein Abstract, die Intro, am Ende der Intro waren die Contributions aufgelistet, es hatte auch Illustrationen, es hatte Beispiele, Auswertungen, mehrere Kapitel mit dem Beitrag und die letzten 2 Seiten eben auch nochmal mit irgendwie empirischer Auswertung, was für ein Shortpaper schon relativ viel ist sozusagen. Ein Shortpaper bei einem Workshop.
Gut, nichtsdestotrotz wurde es abgelehnt und dafür müssen wir mal etwas reinzoomen in das Related Work und gucken, weil es wurde wegen dem Related Work abgelehnt. Es wurde nicht abgelehnt, weil irgendwie der Beitrag noch zu klein war oder so. Oder ich meine, zumindest der Hauptpunkt, es gab da noch andere Kritikpunkte, aber der Hauptpunkt war das Related Work. Und das möchte ich euch nochmal kurz erläutern. Ich habe über Related Work in dem anderen Video schon gesprochen und der Vergleich sozusagen zu vorhandenen Arbeiten war an sich okay. Eigene Vorarbeiten gab es nicht. Es fehlte Related Work. Also jeder der Reviewer hat 3 bis 5 Paper gefunden, die wir hätten eigentlich vorher sehen müssen und die wir hätten zitieren müssen. Das ist, wenn man so will, der Hauptgrund, warum wir abgelehnt wurden. Und der andere Punkt, und da habe ich in dem anderen Video schon relativ ausführlich drüber gesprochen, ist, wir haben das Related Work nicht klassifiziert. Wir hatten einen Absatz für jedes Paper aus dem Related Work. Und wie das eigentlich aussehen sollte, ist eben so. Und das ist jetzt ein kleiner Vorausschau aus dem A-Stern-Paper, also aus dem guten Paper, was nachher akzeptiert wurde, nach viel, viel Arbeit. Da sah das Ganze dann so aus. Es gab einen Absatz, wir haben gesagt, was das Thema ist. Wir haben diese Arbeiten aufgelistet, aufgezeigt, wo die sich unterscheiden und dann die Abgrenzung gemeinsam für diese Arbeiten gemacht. Und wenn wir uns den Stand von diesem Draft von diesem unveröffentlichten Dokument hier angucken, von dieser Einreichung, die abgelehnt wurde. Da hatten wir eben 4 Absätze, 2 sind hier, 2 sind in dem anderen, die zeige ich gleich noch. Und der Hauptpunkt war, die mit einem einzelnen Absatz pro Paper gewinnt man keinen Blumentopf, nirgendwo. Ja, also das ist der Standardfehler, den man irgendwie macht und sieht im Related Work. Das sehe ich bei fast jeder Abschlussarbeit, das sieht man in fast jedem Paper, was abgelehnt wird, ist das auch so. Man muss, wenn man Literatur liest, erstens genug lesen und zweitens muss man auch, man muss alle wichtige Literatur vorarbeiten, muss man finden und man muss sie klassifizieren. Ohne das geht es nicht, ohne das kann man nämlich nicht nur nicht gut ausdrücken, wie sich das von anderen Arbeiten abhebt, sondern auch, man kann gar nicht so viel Arbeiten zitieren. Ja, also wenn ich jedes einzelne im Absatz beschreibe, da geht in diesem Short Paper mit dem Umfang, geht auch nicht viel mehr als diese 4 Arbeiten zu beschreiben. Ansonsten hätte ich ja quasi bloß noch einen Satz pro Arbeit. Auch das habe ich schon gesehen, auch das ist nicht viel, viel besser. Wir brauchen eben auch die Abgrenzung. Gut, also das ist ein wichtiger Punkt. Das heißt, die Hauptfehler bei diesem Schnellschuss waren, wir haben uns Related Work nicht angeguckt und das kann man natürlich auch in diesen 2 Wochen nicht sinnvoll machen. Das heißt, wir haben Related Work übersehen und es fehlt auch die Abgrenzung gefehlt. Das heißt, wir konnten nicht sagen, wir hatten zwar theoretisch gute Argumente und nachher hat sich das quasi auch durch das weitere daran arbeiten gezeigt, dass wir gute Argumente gehabt hätten, aber die standen halt nicht im Paper und die waren nicht zitiert und wir hatten die anderen entweder nicht gelesen oder zumindest nicht zitiert. Gut, das war der Punkt, wo man jetzt überlegen muss, was macht man damit. Ja, also man kann jetzt sagen, okay, das ist mir nicht wichtig genug, ich konzentriere mich auf andere Sachen. Es gibt immer andere Sachen, die man auch noch verfolgen will als Forscher. Bei mir war es so, das hat nicht in mein Doktorarbeitsthema gepasst und deswegen habe ich mich entschieden, eine Masterarbeit zu dem Thema auszuschreiben. Weil ich gesehen habe, es ist nicht nur, dass man jetzt das Related Work noch angucken muss, sondern es gibt auch Ideen, die so in den Reviews gesteckt haben, die auch aus Diskussionen rauskamen, dass man eigentlich alles nochmal besser machen muss. Man muss das Survey besser machen, man muss die Theorie ordentlich aufstellen, man muss Algorithmen entwickeln, die wir vorher zu dem Zeitpunkt noch gar nicht hatten. Das heißt, es musste irgendwie was passieren und das war ein, wie sich nachträglich herausgestellt hat, geeignetes Thema für eine Masterarbeit. Das ist diese Masterarbeit, die entstanden ist und da möchte ich euch auch ganz kurz den Entstehungsprozess dazu erklären, zumindest in Kurzform. Ich habe mich also entschieden, damals war ich noch in Magdeburg als Doktorand, das Thema auszuschreiben. Das sah so aus, ich hatte da so eine Beschreibung allgemein von dem Thema, an dem ich arbeite und da unten dieser kleine Absatz, der hat über dieses Forschungsvorhaben gesprochen. Das hat dann eine Weile gedauert, aber irgendwann habe ich einen Studenten gefunden, der sich dafür interessiert hat und der hat angefangen im Juni 2014. Da hatten wir irgendwie ein Treffen, dann sollte er sich einlesen und dann war er nicht mehr auffindbar. In der Zwischenzeit hatte ich noch Diskussionen mit anderen auf Konferenzen dazu, aber der Student hat sich dann im Dezember, also nach einem halben Jahr wieder gemeldet, hat gesagt, dass er krank war, sich entschuldigt, dass er sich nicht gemeldet hat, hat dann weitergearbeitet an dem Thema, auch eine Kick-Off-Präsentation gehalten, das heißt, der Arbeitsgruppe gezeigt, was er arbeiten will, um was es in der Abschlussarbeit gehen soll.
und ist dann untergetaucht und war seitdem nicht wieder aufzufinden. Also ich habe leider auch, ich habe es mehrmals noch versucht, ihn zu kontaktieren und habe ihn leider nicht mehr auffinden können. Was es jetzt hier heißt, ich glaube nicht, dass das jetzt eine typische Situation ist, aber was es jetzt hier heißt für diese Arbeit ist, ich meine, irgendwann muss ich halt entscheiden, muss ich das Thema neu vergeben. Aber an der Stelle ein bisschen warten muss man schon, weil natürlich hat man das, ist wie so ein mündlicher Vertrag, ja, man gibt das Thema raus und man wird das natürlich jetzt nicht jemandem anders geben. Das heißt, da ist ein bisschen Zeit ins Land gegangen und mittlerweile habe ich die Uni gewechselt. Das heißt, ich war in Braunschweig, da habe ich meine Postdoc-Zeit verbracht und da habe ich dann auch das Thema wieder ausgeschrieben, neu ausgeschrieben. Das hat dann auch noch mal ein bisschen gedauert und dann hat sich jemand gefunden, der heißt Alexander Knüppel und den habt ihr als One-Example quasi schon öfter irgendwie gesehen. In dem, das ist auch der Autor von dem späteren Paper. Der hat sich für dieses Thema interessiert, der hat angefangen, sich am Anfang so Beweisideen Gedanken zu machen. Der hat nämlich viel mit Mathematik in seinem Studium gehabt und war deswegen sozusagen auch für diesen Theorieteil eben super geeignet von seinen Voraussetzungen. Nichtsdestotrotz zeigt diese Timeline, die im Übrigen nur das, was bei mir im E-Mail-Postfach irgendwie dokumentiert war, wie oft er mir einen Zwischenstand geschickt hat. Hier an zwei Fällen habe ich ihm mal Digital-Feedback gegeben, ansonsten immer auf einem Ausdruck. Und da sehen wir auch quasi einmal irgendwie für die zwei Seiten Proposal, irgendwie gab es 13 Kommentare und für den Algorithmus-Teil gab es 159 Kommentare in dem PDF. Das heißt, nicht bei den anderen gab es keine Kommentare, aber das gab es halt ausgeschrieben auf dem Papier. Da weiß ich nicht, wie viel das waren und wie oft. Es gab aber immer wieder neue Versionen und er hat bei jedem Abschnitt das Feedback eingearbeitet und hat es im nächsten Abschnitt schon berücksichtigt und hat den schon anders geschrieben und hat sozusagen in diesem halben Jahr nicht nur diese Arbeit zu Papier gebracht und die Forschung gemacht, die dazu nötig war, sondern hat auch seinen Schreibstil permanent verbessert, indem er eben an dem Feedback gearbeitet hat. Hat also irgendwann die Abschlussarbeit eingereicht, verteidigt, im Übrigen dann auch, ne, selbst die Fohlen hatten dann irgendwann den fünften Entwurf, den ich bekommen habe, wo ich dann auch wieder Feedback gegeben habe. Und dann gab es die finale Veröffentlichung der Masterarbeit, die ihr quasi oben über diesen Link auch einsehen könnt, als Beispiel. Die sah dann etwa so aus, ja, dass sozusagen das Inhaltsverzeichnis, was schon sehr schön aufgeräumt aussieht und ich glaube, auch sozusagen nach den Regeln der Kunst, alles, was ich über Struktur erzählt habe, auch ein gutes Beispiel geworden sind. Gut, nichtsdestotrotz soll es zeigen, die Masterarbeit, das ist trotzdem harte Arbeit gewesen und Alex hat da sehr viel Zeit rein investiert und hat sehr viel Energie da auch gelassen, aber sagt eben auch, das war notwendig, um das wissenschaftliche Schreiben zu erlernen. Es ist eben ein langwieriger Prozess und all das, also die Struktur, die stand nicht einfach von Anfang, sondern die ist Schritt für Schritt gewachsen. Wir haben Kapitel hin und her geschoben, wir haben, was heißt wir? Ja, also ich spreche auch schon vom Wir natürlich irgendwie, wenn man so Herzblut mit reinsteckt in die Betreuung, dann ist das natürlich auch so, dass man das auch so ein eigenes Kind wird, sozusagen, die Arbeit. Aber natürlich hat er die Arbeit alleine geschrieben und nur das Feedback angenommen. Gut, das war der Schnellschuss und das war die Masterarbeit. Aus wissenschaftlicher Sicht ist es jetzt noch nicht veröffentlicht. Ja, also die Masterarbeit kann zwar zitiert werden, aber in der Praxis wird sie nicht zitiert oder sehr wenig zitiert, weil wer liest schon eine 100-seitige Masterarbeit? Das passiert einfach relativ selten. Was man braucht, sind kurze Veröffentlichungen. Und nach Abschluss der Arbeit war klar, dass da genügend Beitrag ist, dass wir das auf eine hochrangige Konferenz schicken können. Und das haben wir dann auch versucht. Und in dem Fall war es erfolgreich. Das soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass ich auch genauso gut Fälle hatte schon, wo wir das drei, vier, fünf Mal bei einer hochrangigen Konferenz eingereicht haben und es abgelehnt wurde. Ja, also das auch da Ablehnung gehört mit dazu. Aber hier war es eben durch, vor allem aber durch quasi das permanente dran arbeiten über Monate von Alex war es eben auch schon bei der ersten Einreichung in einem guten Zustand. Hier auch wieder die Analogie. Das ist jetzt also ein anderer Schuss. Das ist kein Schnellschuss, sondern das ist ein sogenannter Schlenzer. Beim Schlenzer holt man von ganz weit hinten aus und schießt den Ball. Und das Interessante, der Trick beim Schlenzer ist, dass man, dass der Torwart nicht erkennt, ob es ein Schuss wird am Ende oder ein Pass, ja, weil der genauso gut kann man auch am Ende nicht so viel Druck drauf geben und den Puck einfach nochmal an den Mitspieler schießen oder eben aufs Tor.
Was es aber zeigt, ist, es gibt einen langen Weg dahinter und der Weg war jetzt auch deutlich länger als diese 2 Wochen, selbst ab dem Zeitpunkt der Masterarbeit. Und den möchte ich zumindest noch mal ganz kurz illustrieren. Hier das, was sozusagen danach herausgefallen ist, was ich auch in den anderen Teilen schon als Beispiel hatte. Auch das Übliche, ja, also was wir da drin haben in der Struktur, ist jetzt nichts Überraschendes. Aber es war eben ein langer Prozess, um zu dieser Seite hinzukommen. Ja, damit diese Seite so aussieht und damit der Text auch so gut lesbar ist und so gut auch Evidenz verkauft. Ja, also dass man nicht irgendwas behauptet, sondern dass man alle Behauptungen mit einem Zitat belegt, dass der Text so perfekt geschrieben ist, dass man aus diesem Text jetzt kein Wort mehr rausnehmen kann oder keine Phrase oder keinen Satz, ohne dass irgendwas in sich zusammenfällt. Gut, wie war die Timeline dazu? Alex hat kurz nach der Abgabe schon an dem ersten Entwurf gearbeitet und da haben wir relativ schnell mitgekriegt, okay, da brauchen wir noch mehr Messungen, da müssen wir noch Messungen machen, hatten dann E-Mail-Diskussionen und Skype-Gespräche mit anderen Forschern zusammen, um deren Tools zum Laufen zu kriegen, da hatten wir viel Unterstützung dazu. Letztendlich ist dafür viel Zeit drauf gegangen, einfach Experimente nochmal in einem größeren Stil mit anderen Modellen zu wiederholen als in der Masterarbeit. Und der letztliche Entwurf für die wissenschaftliche Veröffentlichung ist Alex durch das intensive Arbeiten an der Masterarbeit dann leichter gefallen, war aber trotzdem auch keine einfache Zeit. Ja, also es war trotzdem ein viel darauf hinarbeiten und ihr seht über Monate sozusagen darauf hinarbeiten, dass wir es irgendwann einreichen konnten im Februar 2017. Bei dieser Konferenz das so, dass man nochmal eine Antwort bekommt, Reviews und in einem Rebuttal tatsächlich die nochmal beantworten kann. Das heißt, das war auch nochmal Aufwand. Und dann kam die Notification, die man hören will oder lesen will. We are pleased to inform you. Und ab der Stelle liest man nicht mehr weiter, sondern macht die Sektflasche auf. Jetzt könnte man meinen, damit ist es vorbei. Damit war es nicht vorbei. Warum war es damit nicht vorbei? Wir haben uns überlegt, wir wollen, dass andere das gut reproduzieren können. Und man kann bei dieser Konferenz zumindest, wo wir es eingereicht haben, konnte man einen Artifact danach einreichen. Das heißt, man konnte alles das, was man zum Reproduzieren braucht, das haben wir in einem Repo, an einem Git-Repository zusammengestellt. Da ist auch im Paper ein Link dazu, wenn euch das interessiert. Da kann man quasi alles runterladen, kann den Code ausführen und kann genau alles nachvollziehen, was wir da an Algorithmen haben laufen lassen und welche Ergebnisse wir gekommen sind. Das heißt, das war auch noch ein Prozess und am Ende steht dann eben, we are happy to accept your artifact und auch da gibt es verschiedene Kategorien, nämlich Artifacts, die eben ja, einerseits functional ist bei ACM quasi eins dieser, bei der amerikanischen oder der Assoziation für die Informatik, ACM, gibt es eben functional, was bedeutet, dass dieser kleine Punkt da oben, der ist eben entweder functional, wenn ich das einfach reproduzieren kann und reusable, wenn andere Forscher das auch für was anderes wiedernehmen können. Und wenn man jetzt reinguckt, warum andere dieses Paper zitieren, dann ist es selten wegen dem, was wir in der Forschung gemacht haben, sondern meist einfach eher wegen der Daten, weil die jetzt auf diese Modelle, die wir da erzeugt haben, zugreifen können und die für andere Forschung nehmen können. Jetzt könnte man meinen, okay, dann sind wir da aber jetzt fertig. Wir waren da auch noch nicht fertig und ich mache es jetzt ein bisschen im Schnelldurchlauf. Dann muss man natürlich eine finale Version schaffen. Ja? Und das ist die sogenannte Camera-Ready-Copy, also die finale Version für den Druck eigentlich, wobei man heute kaum noch was druckt, was sozusagen auch in vielen Stufen passiert ist, dann musste ein Vortrag vorbereitet werden, dann haben wir uns irgendwann entschieden, wir wollen auch noch ein Poster machen, dann musste das Poster vorbereitet werden und erst im September 2017 fand dann erst die Präsentation statt und es sind natürlich viele Stufen, man muss einen Probevortrag vielleicht halten, den Vortrag nochmal durchgehen, kriegt dazu Feedback, dann muss man wieder die Folien überarbeten, hat vorher schon, Alex hat 10 Versionen von den Folien vorliegen, weil er natürlich in der Masterarbeit auch schon darüber gesprochen hat. Ja, aber es ist sozusagen, jedes Mal kann man natürlich Sachen immer noch wieder verbessern und auch an einem Vortrag. Hier ist das Poster, was entstanden ist, was Alex da vorgestellt hat. Und auch das ist in Revisionen entstanden und auch da ist natürlich wissenschaftliches Schreiben drauf. Ja? Ich meine, auf einem Poster will man jetzt nicht beliebig viel Text schreiben, aber auch da braucht man Struktur, man braucht eine Struktur, die sogar relativ ähnlich ist zu einem Paper und auch da braucht man natürlich Wissen, also Abbildungen und Ähnliches, um das darzustellen.
Gut, und jetzt hätte man es dabei belassen können. Wir haben uns aber entschieden, dass bei der Deutschen Software Engineering Tagung, die von dem Matthias Tichy im Jahr 2018 organisiert wurde, beziehungsweise im Jahr davor schon organisiert wurde und auch ganz liebevoll von seiner Sekretärin und vom ganzen Team. Bei dieser Konferenz haben wir das eingereicht. Das ist eine deutsche Konferenz, wo die Idee ist, dass man wissenschaftliche Beiträge aus dem internationalen Publikum von internationalen Konferenzen einfach nochmal vorstellt. Und das, was wir hier sehen, ist dazu ein Extended Abstract. Und auch da gab es dann wieder einen Zeitablauf, ja, wo wir eben gesagt haben, okay, wir hatten die Idee, da einzureichen, wir mussten diesen Extended Abstract vorbereiten. Dann gab es die Antwort, dass sie uns beglückwünschen, dass sie es annehmen, aber dass es eben nur als, ja, wobei jetzt verwechsel ich gerade was genau. Nein, wir haben das, es wurde als Präsentation angenommen. Ja, und im März bin ich dann nach Ulm gereist. Das war das erste Mal seit Jahren, dass ich wieder in Ulm war. Hab das da vorgestellt, habe da auch eine Live-Demo von unserem Tooling dazu gegeben und interessanterweise genau ein Jahr und einen Tag später habe ich meine Bewerbungsunterlagen nach Ulm geschickt und das hat glücklicherweise geklappt und seitdem bin ich auch fest in Ulm. Das war sozusagen mein Willkommen vorher oder irgendwie mitzukriegen, da habe ich die Uni das erste Mal schön kennenlernen können im März. Gut, lange Rede, kurzer Sinn, worum geht es jetzt eigentlich? Noch ein paar Stay-Home-Messages für euch, auch wenn wenn jetzt vielleicht der Lockdown irgendwann vorbei ist, dann nehmt die eben als Take-Home-Message. Forschung braucht Zeit. Diese Übersichtsfolie habt ihr vielleicht in dem anderen Foliensatz schon gesehen, wo ich in Kurzform darüber berichtet habe. Es waren ein und anderthalb Jahre oder knapp anderthalb Jahre bis zur ersten Ablehnung von der Idee bis zur ersten Ablehnung. Ja, auch wenn dieser Schnellschuss irgendwie war, aber die Idee ist schon viel eher geboren dafür. Es waren anderthalb Jahre mit einem Masterstudenten, der nachher keine Masterarbeit dazu abgegeben hat. Das waren nochmal anderthalb Jahre mit einem neuen Studenten, dann beziehungsweise anderthalb Jahre, bis ein neuer Student angefangen hat, dann ein Dreivierteljahr, bis die Arbeit abgegeben wurde, ein Dreivierteljahr, bis das Paper akzeptiert wurde, ein Vierteljahr, bis es präsentiert wurde und nochmal ein halbes Jahr später war eben dieser Vortrag in Ulm. Insgesamt also 6,5 Jahre von der Idee bis zum letzten Vortrag. Und das zeigt eben, natürlich hat man nicht immer diesen Zeitraum Zeit und natürlich gibt es auch viele Ideen, die im Sande verlaufen, weil der Doktorand eben aufhört. Und natürlich ist es auch nicht, also viel der Zeit war natürlich Warten auf einen geeigneten Masterstudenten, der sich eben für das Thema interessiert. Gut. Es gibt aber neben dieser Lessons Learned, Research Takes Time, auch noch andere wichtige Messages, die hier in dem Vortrag rauskommen sollten, nämlich Writing requires Reading. Ja, also ich muss viel lesen, um die Neuheit meines Beitrages, um die wirklich gegenüber dem Related Work darstellen zu können. Das heißt, entweder ist der Neuwert unklar oder aber es fehlt direkt Related Work, sodass die Reviewer eben sagen, das und das fehlt und deswegen kann es nicht angenommen werden. Wie wichtig Related Work ist, zeigt auch, dass eben diese Klassifikation fehlt, weil selbst wenn ich mal eine Arbeit übersehe, aber diese Klassifikation vornehme, dann ist es gar nicht so schlimm, wenn eine Arbeit fehlt, weil wenn der Reviewer für sich sieht, die müsste man da in diese Klassifikation noch einfügen, einen Satz schreiben und dann ist es erledigt, dann muss er das nicht ablehnen. Wenn allerdings völlig unklar ist, wie sich das zu dieser Arbeit verhält und die ist sehr nah dran, dann bleibt ihm teilweise nichts anderes übrig, als eure Arbeit abzulehnen. Reproduzierbarkeit ist wichtig. Unsere erste Arbeit war nicht, unser erster Schnellschuss war nicht reproduzierbar, der zweite ist reproduzierbar und das ist heute das mit, warum die Arbeit wird nicht unbedingt für die eigentliche Forschung zitiert, die wir gemacht haben, sondern eher für unsere Daten, die wir da anderen zur Verfügung gestellt haben. Schreiben, das perfekte geschriebene Dokument fällt nicht vom Himmel. Ihr habt gesehen, es gab viele einzelne Schritte, die nacheinander waren, wo es Feedback gab, nicht nur von mir, auch von anderen Co-Autoren, wo hauptsächlich Alex, aber auch in früheren Versionen auch andere Personen an diesem Dokument gearbeitet haben und immer wieder eingearbeitet haben und immer wieder neue Revisionen. Es gibt nicht diesen Fall, dass man irgendwas aufschreibt und es ist fertig, sondern man schreibt was,
schreibt es um, basierend auf Feedback. Das heißt natürlich auch, man muss das Feedback tatsächlich willkommen heißen, man muss sich darauf einstellen. Man sollte auch diese Revision nicht hinausschieben. Ja? Also ich habe auch schon Abschlussarbeiten betreut, wo ich das Feedback alles ergeben habe. Und am Ende hat der Student versucht, alles einzuarbeiten. Aber das bedeutet natürlich, ich habe über dieses halbe Jahr keine merkliche Verbesserung. Ja? Die anderen Kapitel enthalten die gleichen Fehler, wenn ich den Fehler noch nicht ausgemerzt habe von. Und der andere Punkt und deswegen sozusagen auch ein bisschen der Hintergrund von diesem Vortrag ist, wissenschaftliches Schreiben braucht Vorbilder. Ihr müsst Sachen lesen, ihr müsst auch teilweise gucken, was ist gut geschrieben und wie wurde da vorgegangen. Das heißt, man muss sich das auch angucken, kritisch angucken, nicht nur dem Hintergrund, ich will den Inhalt verstehen, sondern wirklich verstehen, wie wurde es geschrieben, warum wurde es wahrscheinlich so geschrieben, um zu verstehen, wie man gut schreibt. Gut, das als kleiner Überblick. Eine Message könnte auch noch sein, die hier nicht auf der Folie steht. Es wird nicht alles auf Anhieb angenommen und man schreibt nicht die perfekte Bachelor- oder Masterarbeit oder die perfekte Seminararbeit. Wenn ihr Feedback bekommen könnt, dann nehmt das Feedback, fragt vielleicht auch Kommilitonen mal was zu lesen. Für euch kann dieses Feedback nur helfen, das Schreiben weiter zu verbessern und je besser ihr schreiben könnt, desto besser werden euch Seminararbeiten, Bachelor-, Masterarbeiten von der Hand gehen und umso besser, umso mehr könnt ihr euch auf Inhalte konzentrieren und tatsächlich was bewegen. Gut, Dankeschön fürs Zuhören, bis bald.